So, hallo ihr Loot-Gesteuerten, willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. Hier im Livestream und auf YouTube auf meinem Zweitkanal. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß, ich hab's auf jeden Fall. Was ist hier denn hier los? Toki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Ah, guckt euch mal diese Grafik an. Es ist so toll, was da alles passiert auf dem Bildschirm. Das ist ja unfair, er hat einen Roboterarm, oder? Naja, gut. Reden wir mit Toki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Ja, ich wollte gerade ein paar Kopfgeldjäger anheuern, ein paar Zwielichtige, aber ist ja gut. Na, guck mal, Käfer reiten. Das ist so toll. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie... Weiß ich nicht, also wie eine Zwischensequenz fast schon. Oh, hier, der Jukebox. Segmentfehler, oh nein, ich kann die noch nicht spielen. Was, Aluhut? Die Aluhut-Bande? Die Aluhut-Bande, das ist so gut. Hahn hat natürlich als erstes, er war schneller. Frieden sei mit dir, Rivet. Hey, Toki, hast du unseren geliebten ersten Mat gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Quest for Booty, den kennen wir doch. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostig? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefebvre. Pirat extraordinaire. Kämpfen wir drum? Turkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Was spielen die denn da? Ich bin auch eher Lover als Fighter, muss ich sagen. Ah, guck mal, die spielen... Wow. Das ist ein alter Teil, glaube ich, sogar von Ratchet & Clank. Wir müssen uns anmelden, um die Piraten zu erledigen. Ja. Keine Angst. Ich gewinne das Teil für dich. Der hat einen Partypilz. Du bist also auf der Abschussliste des Imperators. Ganz oben? Jede Wette. Ich hoffe, Dr. Nefarius macht keinen Ärger. Aber wie wir ihn kennen, bezweifle ich, dass wir so viel Glück haben. Ich wollte gerade sagen, gut, dass er Doktor in Anführungsstrichen sagt, weil ein Doktor ist es, glaube ich, nicht wirklich, ja? Beweise, dass du würdig bist. Ich bin unwürdig. Begrüßungskomitee besiege Pierre's Crew. Dafür gibt's Stiefel. Fett. Fett, fett, fett. Hui. Gut, dass ich den Blaster schon auf Maximum habe, aber wahrscheinlich brauche ich ja nicht sehr viel. Willkommen, liebes Publikum, in Zircon Juniors Schlechterplex. Seid ihr alle bereit für die Spannung, den Schmerz, das Gemetzel? Heute... Ach komm, ich habe ja alle meine Waffen, ist ja easy. Oh, es gibt sogar Bolzen. Oh je. Wieso gibt es in jeder Dimension eine gefährliche Kampfarena? Ich würde gegen euch kämpfen. Die Piraten kommen durch Spalten? Bewundernswert, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ja! Ach so funktioniert das Teil. Das ist nicht typisch für Piraten. So funktioniert das Teil, also. Ich kann die Schüsse, ich muss die immer wieder manuell auslösen. Die kommen dann wieder auf den Gegner und bang, bang, bang.
Bin ich leider aber out of money. Die geht ja von selbst kaputt. Ach, der Partypilz war es. Okay, sorry. Danke, Pilz. Das geht. Komm mal. Erstmal die sekundären Waffen skillen. Die ich nicht so oft nutze, meine ich. Obwohl der Sprinkler schon ziemlich nett ist. Was? Gelblocke? Ach, schon wieder leer. So. Alles weggebombt. Ach, das war's schon. Roboter-Pirat. Besser als Popo-Pirat. Ich hab mir den Knöchel verstaut. Aber keine Sorge. Mein weniger hübsches Dandubel kämpft für mich weiter. François. Das ist so cool, auch noch ein Boss. Ja. Wundert es mich, dass Pierre einem Kampf davonläuft. Egal, ich hole uns diesen Signalverstärker. Du brauchst offenbar einen neuen Partner, Pierre. Warte mal, jetzt gibt's hier. Partypilze für alle. Wow, ist der Querschläger mächtig. Gut. Der Querschläger.
Weißt du, was ich jetzt mal mache? Oh nein. Ha. Ich wollte doch noch was ändern. Ich glaube, ich stelle es mal auf schwer. Ich habe es ja erstmal auf normal. Eine Niederlage? Aber wie? Ich werde meine Rache bekommen. Endgültig und dramatisch. Aber ihr, nehmt das teil. Immerhin. Piratenehre. Eureka! Sie hat's geschafft. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Bleezer Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow, ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Naja, was wäre jetzt auch, wenn sie sich nicht irgendwie dazu entschließen würden, die Spezies, ne, weiter, ihr wisst schon. Komm, ich mach noch mal ein bisschen Arena, ich habe jetzt Bock. Zwei von, okay. Ah, besiege 25 Halsabschneider nur mit dem Vollstrecker. Und absolviere die Flitzkäferstrecke schnell. Okay. Gerade der ist doch einfach. Au.
Yeah! Ah, guck mal. Wie viel? Okay. Wir haben noch 2 Goldbolt und was Geheimes. Absolviere Flitzkäferstrecke. Ja, komm. Na, warte mal. Einstellungen. Ja. Oh, Abtrünnige Legende. Ein bisschen viel vielleicht. Kommt unser Longbox mit etwas Tödlicherem klar? Zum Beispiel mit den Knochen schmelzenden Säuresimpen von Sargasso? Wie soll Klein Zock und den Peter eine Arena des Schreckens leiten, ohne die Dimensionen kontrollieren zu können? Der Abdreh, das ist so lustig. Klein Zirkon geleitet unseren Champion zu die knochenschmelzenden, augenverätzenden Säuresümpfe von Sargasso! Der kleine Psycho. Es gibt eine kleine Erinnerung an meinen Plänen der Vernichtung. Das ist schon lustig, aber das ist jetzt auch nicht so besonders schwer, finde ich. Yeah. Na gut, es ist Bronze, ich meine, ne? Wird noch härter wahrscheinlich. Goldbolt. Und die letzte, besiege den untoten Grundtor. Okay. Höllischen Applaus für Sue! Oh je. Weiter. Ist sie die Königin unserer Art? Und sie nennt es mit dem Beschuss ihres Königreichs. Tod So, warte mal, wir haben noch... Geht der Formsprinkler bei ihr? Aua, ich wollte gerade wegdashen. Ich mag es auch nicht, wenn man dir zu nahe kommt, glaube ich. Na gut. Und es gibt Stiefel. Voll gut. So, Silber, kann ich das jetzt schon, oder... Wie? Warum kann ich die Silber-Challenges noch nicht? Na gut, wahrscheinlich ist es noch zu früh dafür. So, wir haben Nahkampfschaden erhöht, Schaden durch Piraten ist um 5% reduziert. Wir haben 5% erhaltene Bolts plus, geil. Wie gesagt, ich muss die Dinger nicht tragen. Es ist lediglich so, dass wir... Oh, die sehen immer scharf aus. Alter. Carbonox Deluxe. Wir müssen die lediglich gewinnen und dann, ja, dann haben wir sie einfach im Inventar. Und die Boni haben wir natürlich auch. Verbesserte Galerie und Hammerdesign Standard. Oh. Gold natürlich. Gut. Gibt's da noch was zu... Oh, nichts zu sammeln hier. Du bist ja auf einmal so still da hinten. Alles okay? Ich habe vielleicht nicht ganz korrekt dargelegt, wie schwer der Bau eines Dimensionators ist. Aber klar. Wir wussten alle, dass es nicht leicht wird. Ja, aber Phasenquarz ist
Eins der seltensten Mineralien im Universum. Genau. Das ist korrekt. So. Voll geil. Kann ich mir jetzt den Bolt leisten? Oh, es gibt schon wieder was. Der Bohrhund. Ich wollte mal erst... Deinen Traum wahr, mit dem Bohrhund. Wie viele Waffen gibt es denn noch? Der Bohrhund. Unsere beste Waffenzüchtung. Zieh den Feuerabzug halb. Um mit diesem niedlichen, grabenden Raketenwerfer dein fieses Ziel anzuvisieren. Zieh ihn ganz, um ihn abzufeuern. Rüste auf, um noch mehr Ziele anzuvisieren. Dieses Vieh ist so krank. Oh nein, was hole ich mir jetzt den Blitz ab? Oh wei, das Teil ist so heiß. Ich hole mir jetzt erstmal den Blitzableiter. Trophäe erhalten. Wahrscheinlich alles Waffenrad voll, aber kann ich mir jetzt überhaupt noch Waffen holen? Was haben wir hier? Erhöht die Betäubungsdauer, Munitionslimit wird erhöht. Was haben wir da? Die Scheuerrate ja vor allem ist erhöht. Rüste das Schmuckstück auf! Was haben wir denn hier? Der Vollstrecker hat noch... Schüsse werfen Gegner weiter zurück. Ah, der Vollstrecker ist so gut. Der ist so gut. Schüsse fliegen weiter ist auch wichtig eigentlich bei dem Teil. Naja, gut. Querschläger. Ah, der ist... Also Querschläger ist auch richtig hart, stark eigentlich. Stets gern zu Diensten. Wie ist das jetzt mit den Waffen? Nein, 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 nein. Ist das Waffenrad jetzt größer geworden oder bin ich einfach bescheuert? 120 hat der. Sehr gut. Ich finde den Querschläger leider viel zu geil. ja, den Blaster werde ich jetzt erstmal nicht mehr benutzen. Leider, leider, weil der ist auf Maximum. So. Hey Rivet, wenn du das hier hörst und einen Moment oder zwei Zeit hast, Trudy könnte auf Sargasso deine Hilfe brauchen. Trudy? Sie ist eine Freundin. Hat wohl nichts mit der Rettung der Dimension zu tun, aber Mord fragt nicht, wenn's nicht wichtig ist. Mit X war's ja. Quatsch. So. Oh. Er wieder. Hallo, Dimension. Das stimmt, ich war weg seit, ihr wisst schon wie lange. Nicht machen. Also dachte ich, wir sollten mal wieder quatschen. Was habe ich so gemacht? Oh, nur mit meinen treuen Fans geplaudert. Meine tolle Landschaft genossen. Und herausgefunden, dass genau zwei freche Lombaxe überall herumrennen und versuchen, alles zu ruinieren. Also biete ich jedem ein Kopfgeld von 3 Squillionen Nefarius Freiheitscoupons, der es schafft, mir diese pelzigen Ganoven zu bringen. Tot oder lebendig. Aber vorzugsweise lebendig, damit ich noch etwas Spaß mit ihnen haben kann. Mein raffiniertes Spionagenetzwerk deutet an, dass sie sehr bald auf Blizzard und Savali sein werden. Also beeilt euch! Oh, wenn diese Lombaxe zuhören. Ihr sollt wissen, dass ich euch zu Staub zertreten werde. Dann werde ich diesen Staub in eine Sonne schicken. Und anschließend werde ich diese Sonne in ein... Toll. Ich bin auf 2 Nefarius-Abschusslisten. Und er weiß, wo wir hinwollen. Oh Mann, er ist so bescheuert, aber ich finde ihn grandios. Hilft Trudy optional? Ja, komm. Trudy. Da gibt's auch noch was Optionales. Nee, habe ich schon. Okay. Habe ich alles. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich mache wie gesagt 100%, deswegen machen wir auch direkt die optionalen Missionen, bevor es mit der Hauptmission weitergeht. Ich finde das allesamt sehr, sehr witzig und lustig gemacht. Der Sprecher übrigens von Nefarius spricht Animes. Ich habe da einen Tweet von ihm gelesen. Wenn man den Typen sieht, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der so eine Figur spricht, aber... Ich glaube auch, das geht sehr auf die Stimme übrigens. Ach, das ist Trudy. Ich habe so viel noch nicht erkundet hier. Wahrscheinlich, ich glaube, das ging auch gar nicht vorher. Man muss... Bist du Trudy? Oh, okay. Was ist denn mit Trudy? Oh, Hallöchen, Rivet. Ach, sie hat nur Hunger auf Zurbsteine.
Eigentlich futtert sie sie von den Steininseln da oben, aber wie es aussieht, ist sie zu müde zum Fliegen. Oh, wieder mal zu lange gefeiert? Keine Sorge, ich hol sie. Ach, du bist ein Schatz. Wir werden dann einfach hier auf dich warten. Oh, Trudy, ich weiß, du magst Mordspartys, aber du kannst nicht die ganze Nacht tanzen ohne zu... Ah, danke, Rivet, aber das sind nicht genug Zurbsteine. Oh nein, ich hab den Text. Wieso suchst du nicht weiter? Sind da die Zurbsteine? Ein Zurbstein! Genau, was Trudy jetzt braucht. Okay. Yay. Du hast es geschafft, Rivet. Das müssen mehr als genug Zurbsteine sein, um Judy wieder fit zu machen. Komm zurück zur Gelatonium-Fabrik, damit wir dir persönlich danken können. Ich bin, glaube ich, zu schnell für das Spiel. Ich habe jetzt... Ich überspringe aber die Sprachsamples leider. Judy, da! Rivet hat dir Zupfsteine mitgebracht. Weißt du, falls du noch mal mehr sammeln willst, würde ich diese Schutztruppenstiefel dagegen eintauschen. Ich markiere alle Zupfsteine der Gegend auf deiner Karte, falls du interessiert bist. Na klar. Falls wir jetzt nachsehen wollen, könnte dieser Flitzkäfer ganz nützlich sein. Aber ich verhungere. Puste sie weg, dann können wir... Lass sie nicht an die Brücke! Das ist unser Snack! Ihr Pfeifen! Wo sind da noch welche? Oh! Zupfsteine, da sind sie! Sind hier noch welche? Nee. Hier! Da! Wow! Okay, wow. Da kann ich gar nicht rüber mit dem. So. Das sind aber nicht alle. Das waren jetzt gerade mal ein Bruchteil der Zirpsteine. Hä? Ist da nicht noch einer? Wo ist denn der Zirpstein? Bin ich bescheuert? Da ist doch einer markiert hier. Oh. Oh. Home sweet home. Bedauere, dass es bei meiner Entführung so beschädigt wurde. Ist nicht so schlimm. Jetzt habe ich eine Aussicht. Jetzt können wir Fernsehen gucken. Oh, es gibt eine Trophäe. Wie schön. Was läuft denn da für ein komischer Kram? Oh, der Blitzableiter. Hier, komm. Mal austesten. Geil! Gibt's hier Zirpsteine? Oh, gibt's noch Zirpsteine? Aber wo denn? Ach, da! Empfehle Ausweichmanöver. Hey, Rivet! Machst du Schutztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring die Zurbsteine vorbei. Ich will betäuben. Mache ich. Hey, Mord. Erinnert dich die ganze Zurbsteinlieferung an irgendwas? Oh, du meinst unser erstes Treffen? Ich habe Lieferungen für die Gelatoniumfabrik gemacht und für meine eigene... Ja, ich wollte mir doch die Heilung holen. Verdammt. Hey, Rivet! Magst du Schutztruppenstiefel? Du hast dir nämlich ein paar verdient. Bring ist ganz schön stark. Steine vorbei, wann immer du Zeit hast. Mache ich. Hey, Mord. Erinnert dich die ganze Zurbsteinlieferung an irgendwas? Oho, du meinst unser erstes Treffen. Ich habe Lieferungen für die Gelatoniumfabrik gemacht, um für meine eigene Bude zu sparen. Mann, das war echt brutal. Ja, seitdem ist viel passiert, Rivet. Und ich war immer froh, dass wir uns damals getroffen haben. Wir sehen uns bald. Wie lange kennst du Mord schon?
dass ich ein Kind war. Er ist, naja, etwas seltsam. Aber er ist ein echt guter Kerl. Die Dubstep-Kanone übrigens. Wow, 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 wow. Yeah, Raritanium. War bestimmt ein optionaler Gegner jetzt mal wieder. Und ich hole mir natürlich noch die Stiefel ab. Steht sicher von selbst. Boah. Dieses Peitsch. Au. Das wollte ich jetzt auch nicht. Hier gibt's überall Kram. Also überall wieder Munition und alles. Hm. Ich habe einen Haufen Zugsteine. Vielleicht sollte ich zur Gelatoniumfabrik gehen, um Mord zu treffen. Oh, wow. Sind das viele Zugsteine? Damit gehören die Schutztruppenstiefel dir. Warum kommt so viele Stiefel und Helme? Ich habe noch keine Rüstung Unsere bekommen. Trudy hat immer riesen Hunger. Also, wenn du noch mehr Zurbsteine bringst, könnte ich dir noch diesen Rida-Spionbot geben. Ja. Oh, was hast du gesagt, Trudy? Du willst Rivet helfen, sie zu finden? Du hast sie gehört. Spring auf ihren Rücken, sobald du die Suche starten willst. Ja, ich mag Trudy, die ist super. So, was gibt's für die Rüstung? Eine Bolz. Nefarius-Gegner. Schaden durch Halsabschneider ist um 5% verringert. Q-Force, wo ist es denn? Roboterverkleidung. Ach hier, galaktischer Schutztrupp, das war's. Nee, Moment. Doch, das ist egal, das waren die Stiefel jetzt. Mit Julies Hilfe kann ich herausfinden, galaktischer wo der Rest der Zugsteine ist. Okay, Kleine, los geht's! Wow. Oh, okay. Ich lenke mit dem rechten Stick. Also alles, hoch, runter, links, rechts. Bisschen ungewohnt. Normalerweise kann ich es mit dem linken, aber... Kann ich da auch absteigen, einfach so? Ah, ich kann sie jetzt überall landen. Oh, ist das geil. Kinder, feiere ich das gerade. Ist das schön. So, die haben wir. Leute, ich sammle die jetzt natürlich alle, ne? Versteht sich von selbst. Fliegen wir los. Kann ich da auch so absteigen jetzt einfach? Alles in Ordnung. Nein, kann ich nicht. Sag mal. Kann ich denn schießen? Weil irgendwas schießt ja auf mich. Finde ich sehr unschön, dass da was auf mich ballert. Muss ich mir jetzt Trudy überall... Muss ich mir die jetzt wieder abholen, wo ich sie her habe, oder wie? Ich habe mir erstmal ein bisschen Lebensenergie, glaube ich. Da kann ich... Oh nee, Trudy ist wieder hier. Ja! Trudy! Kann ich jetzt auch alles erkunden, ist die Frage. Ganz brav, Trudy. Hm. Ich finde Trudy super. Die Geräusche, die sie macht. Gut, auch alles knacken, was ich nicht hinkriege. Wie so ein Nymphensittich, nur größer und mit mehr Augen. Voll süß. Ich will die Früchte!
ihr sollt von meinem Planeten verschwinden? Ich mag Trophäen. So, dale. Aber das noch? Wahrscheinlich gibt es auch. Also, man kann jetzt natürlich denken, so, boah, das ist ja repetitiv, dass man die ganze Zeit diese Grundhorst besiegt. Aber ich schätze mal, da ich jetzt ein Achievement bekommen habe. Ich werde das übrigens nicht jetzt ständig überprüfen. Also, beziehungsweise habe ich es noch gar nicht überprüft. Haha. Ich denke mal, das war der letzte vielleicht sogar. So. Oh, da ist sie wieder, Trudy. Oh, Raritarium. Hey, Trudy, bist du flugbereit? Und da vorne ist wieder die, ich habe ihren Namen vergessen, diese Roboterdame. Die Waffen vertickt. Für das Gute. Versteht sich natürlich von selbst. Nur für das Gute Waffen verkaufen. Habe ich jetzt schon genug, um mir das andere Teil, diesen Bohr-Raketenwerfer, es ist so krank, die Waffen sind aber echt super. Nein, ich habe nicht genug. Nein, lass mich in Ruhe. Bereit nach Zurbstein zu suchen und auf geht's. Ah, es ist so ungewohnt, mit dem rechten Stick zu fliegen. Irgendwie fühlt sich's komisch an. Nein, Trudy! Jetzt. Oh, es hat geklappt, okay. Naja, gut, kindgerecht. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil die Gegner zu blitzen und sich dann auflösen, ihre Bestandteile. Aber vielleicht auch besser, als wenn sie sich in Todesqualen winden würden, vielleicht, wer weiß. Na? Hä? Wollte ich das mit Trudy vielleicht abholen? Wir gucken mal. Finden wir diese Zugsteine. Ich kann mit Trudy übrigens nicht angreifen, deswegen bin ich gerade so ein bisschen... okay, ich kann's... offensichtlich auch nicht zerstören mit ihr. Na, ich sterbe direkt. Alles klar, dann muss ich vielleicht von weitem schon drauf schießen. Beziehungsweise hier ist auch wieder so ein optionaler Riss. Das heißt, da gibt es wieder ein Ausrüstungsteil. Yay! Ich bin übrigens nicht so begeistert von diesem Elektroteil. Da fand ich meinen normalen Blaster besser, was Zerstörung angeht. Okay. Wie komme ich da rauf? Ich kann übrigens nicht so hoch springen. Das ist gerade mein Problem. Ich, ja. Ja, ich... Ich
Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ah, stimmt. Gezielt Kisten zerstören wäre vielleicht ein Plan. Ja, ist es. Ich bin so aufgeregt. Juhu! Ist jemand da draußen? Nicht meine Kisten. Echt cool. Yeah. So gefällt mir das. Ja, um die Ecke denken fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Nein, die fliegen nicht alle zu mir. So, was haben wir jetzt bekommen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Nahkampfschaden erhöht, Schaden Halsabschneider, Nefarius. Oh, ich habe alle drei von dem Set hier voll, von der Roboterverkleidung. Ich habe eine Brustrüstung. Das ist ja mal schick. Hoffentlich kriege ich die jetzt. Ah, ich krieg sie alle. Geil, Omat. Spawnen die wieder? Nee. Wow, was war... Ich könnte keinen Doppelsprung machen. Das wäre ein bisschen billig, wenn ich jetzt hier einfach mal unendlich Bolts farmen könnte. Hoppala. Kann ich jetzt echt unendlich Bolz farmen hier? Guck mal. Das dauert ziemlich lange. Krass. Nee, komm, lass mal, das dauert wirklich zu lang. Voll gut. Voll gut. Ich liebe dieses Spiel. Ist die Frage, wie komme ich da oben ran? Einfach mal die Kröte zerstört. Mit der Wut des Universums. Warte mal, geht das auch, dass ich da hochschieße mit dem... Nee, warte mal. Ich kann leider nicht höher zielen, übrigens. Aha. Soll's gewesen sein vielleicht, hä? Ja, also man kann hier super leicht Bolts farmen. Die Frage ist mal, will man das oder will man spielen? Also ich will lieber spielen, glaube ich. Oh nein. Also komm jetzt, wie soll ich denn... Wie soll ich denn? Trudy kann hier leider nicht schießen oder sowas in der Art. Oh, lass mich raten, man kann die nicht abschießen. Man muss sie... Hä? Aber wie denn? Ich habe keinen Plan, wie ich da jetzt rankomme. Egal, vielleicht gibt es noch mehr. Oha.
Was ist ein kleines Häuschen? Das ist ja mal nett. Da hinten ist noch was. Oh Mann, da kann ich nirgendwo landen. Ja, vielleicht kriegt man später noch Upgrades, das kann sein, ja. Na gut, ich laufe jetzt zu Fuß erstmal. Vielleicht gibt es länger Level-Up für den Blitz-Dings. Ach, hier habe ich angefangen übrigens, das war der Start des Levels. Gut zu wissen. Ich brauche ja 60. Heißt das, ist das Maxi? Also, ist es alles, was hier an Zurbstein liegt? Erinnerungen. Oder? Freut mich, dass du mir jetzt mehr vertraust als damals. Geht mir auch so. Als damals, also vor 2 Stunden. Yeah. Viele einheimische Gegner im Anmarsch. Oh, sind wirklich viele. Waren viele. Oh. 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 Ja gut, ich war ja so ziemlich fertig. Hey. Nicht lecken. Ich find's cool. Das war alles zerstören. Ja. Mit der Wut des Universums. Okay. Oh, ich liebe es so sehr. Es ist so cool. Ich habe das doch markiert. Wo ist denn diese Frucht hier? Ah, nee, habe ich gar nicht. Aha. Und mehr Balls, Boy. Das ist natürlich wieder irgendwo, wo ich jetzt nicht rankomme, offensichtlich. Oh, lass mich raten. Ey. Kann ich über den Dino nach oben? Geht das? Sollten wir mal ausprobieren. Wo ist die Snagge? Wo ist die Snagge? Die steuere ich jetzt nämlich wieder mit dem linken Control, also mit dem linken Stick. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen seltsam, leider. Oh, ich kann über den Dino. Kein Scherz. Nee, doch nicht. Warte. Lass mal gucken. Genau. Genau gegen das Teil. Ist egal. Ja, auf jeden Fall. Ich muss immer auf die Aufnahmeplatte gucken, ob es noch läuft. Warte mal. Ich komme da nicht rauf. Das ist doch blöd. Ich sammle jetzt, was geht, und dann mache ich weiter im Spiel. Und dann irgendwann kommen wir wahrscheinlich zurück, weil wir ein neues Upgrade haben. Dann kann Trudy vielleicht schießen. Das wäre doch mal super. Ja, wo sind meine Kröten? Wo sind meine Boys and Grills? Kröten? Ne. So. Ich find's übrigens gruselig, dass Daisy das mitkriegt, desillusioniert, dass ich auf meine Aufnahmeplatte die ganze Zeit gucke. Man kennt es vielleicht. So. Könnt ihr mich sehen? Oh, kann ich da wirklich rauf, ja?
Nope. Aha. Ich sag ja, ich muss irgendwas mit Trudy machen. Sie kann ja diesen Geschwindigkeitsdingens kirchen da, vielleicht kann ich... Aha, könnte ich da theoretisch... Ich weiß, ich verrenne mich immer gerne in so Second-Level-Stuff, dass ich Sachen mache, die ich noch gar nicht machen müsste. Sowas wie Nebenmissionen. Ich mach gleich mal mit der Hauptstory weiter. Aha. Da ist doch... Ach, in der... Ah. Ich dachte eben, auf der Plattform, die kann da was wachsen, aber offensichtlich geht das. Wow. Du kannst sie jederzeit loslassen. Cool. Jetzt können wir endlich den Rest der Zorbsteine holen. Warum ist Zeitlupe? Ich möchte keine Zeitlupe, danke. Warum? 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 Irgendwas stimmt hier nicht, wenn es immer so in Zeitlupe geht und ich kann nicht wirklich beeinflussen, dass... Oh, das liegt direkt... Das ist ja perfekt. Oh, da ist ein Infobot. Ach nee, den kriege ich ja durch die Belohnung, ich wollte schon sagen. Jetzt ist ja easy peasy, jetzt kann ich überall hinfliegen, das Zeug abschießen. Und es fliegt direkt zu mir. Das ist ja einfach. Ja. Ich bin gut, ne? Ich schaffe es, gegen Dinge zu fliegen, die eigentlich sehr gut auszuweichen sind. Ich mag Trudy, vor allem die Geräusche, die sie macht. Oh, guck mal! Hat sie gerade gesagt, die Nuten? Ja, okay. Glaube ich nicht, dass sie das gesagt hat. Na, ich wollte... Nein. Na. Oh, vielleicht wollte ich doch hier hin. Und auf geht's. Da kriegst du direkt mal so ein übermächtiges Vieh an die Hand, das auch noch Sniper-Schüsse hat. Ich find's wunderbar. Und alles, was ich anschieße, fliegt direkt in meinen Maul. In ihr Maul. Oh. Warte mal, was? Da fehlt noch einer. Kann ich den irgendwie ran... Ach ja. Ich habe bestimmt irgendwas überlappt. Oh nein, Trudy! Wo ist der Letzte? Trudy! Guck mal, hier war ich noch nirgends. Hm. Einer fehlt noch. Ich bin die Fliegerin von Trudy, die Zersprengerin der Ketten und die Versauerin der letzten Staffel, weil ich's kann. Wait, what? Ah! Oh, die Steuerung ist ein bisschen unpräzise, aber gut. Warte mal, hier ist die... Ist doch gar nichts.
Ah, aber ich kann es auch beim Fliegen erkunden. Wahrscheinlich ist es auch noch ein Achievement. Warte mal, ich mach das mal eben. Ich flieg mal so drüber, dass ich alles erkunde. Aber dafür, dass ich fliege... Oh, okay. Dafür, dass ich fliege, habe ich erschreckend wenig aufgedeckt, muss ich sagen. So von wegen Vogelperspektive und alles sehen, ne? Oh, Aritani. Helm geschrottet. So, perfekt. Eine Munition für Blitzableiter, das ist ja der Wahnsinn. So. Sie ist wieder da. Sag mal, wo ist denn die letzte Frucht? Bin ich bekloppt? Diese berühmte letzte Sache, die man sucht. Finde ich natürlich wieder nicht, gerade. Aha, aha. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist diese blöde Frucht? Ich raff's nicht. The fruit is a lie. Vielleicht hier unten noch? Schwer ist es nicht. Na gut, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz und dann ist der Part leider eh schon vorbei hier auf YouTube. Oh, ich hab sie. Ich kann sie nicht. Was? Jetzt. Oh mein Gott. Junge Rivet, das sind alle Zurbsteine. Ich mache dann mal den Spionbot bereit für dich. Oh Mann. Woo. Gelatoniumfabrik, ich komme. Alter. Junge, Junge, Rivet, das sind alle Zurbsteine. Ich mache dann mal den Spionbot bereit für dich. Wenn du nicht gestorben wärst. Rivet. Gelatoniumfabrik, ich komme. Ah, übrigens. Ist dir an Trudy schon eine Veränderung aufgefallen? Außer, dass sie noch strahlender ist als sonst. Oh, ich mag Trudy. Sie ist schwanger. Oh, was? Habe ich sie geschwängert? Sie? Oh, Mann. Ah. Oder Hermaphrodit. Oh, ich schmeiß ihr die größte Babyparty, die der Planet je gesehen hat. Ach, nichts geht über einen Flug mit Schuhen. Mann, oh, Mord. Sieh dir all das Zurb an. Du hast diesen Spionbot mehr als verdient. Diese Bots sind total cool, weil die erzählen einem die Geschichte des Orts. Finde ich sehr wichtig. Also, sehr nett. Wie lange braucht Judy, um alles zu fressen? Oh, 5 Tage, höchstens 6. Aber um nächste Woche kümmert Mord sich nächste Woche. Ah, übrigens, ist dir an Trudy schon eine Veränderung aufgefallen? Außer, dass sie noch strahlender ist als sonst. Der Zukunftsmord kümmert sich darum. Was haben wir jetzt alles? Hier. Sie ist schwanger! What? Nefarious City! Das war's jetzt? Sie ist schwanger? Was? Ist sie? Ist sie. Oh Mann!
Leute, so. Das war's für den Part. Ja, ich mache die immer so im Schnitt eine Stunde. Manchmal auch ein bisschen kürzer, wohl eher ein bisschen kürzer. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren auf YouTube. Und wir sehen uns wieder zu Ratchet & Clank Rift Apart. Bis dann. Tschüss.